Was zum Teufel haben Sie vor? Wie bitte? Sie haben die Hälfte meiner Mitarbeiter entlassen und einen Großteil meines Budgets gestrichen, obwohl ich so knapp vor der Entdeckung eines Gegenmittels stehe. Ah, Ihre Forschungen. Darf ich Sie daran erinnern, dass Mercy gegründet wurde, weil mein Hope-Medikament erfolgreich war, nicht wegen Heilungsfantasien? Anstatt Ihre Kräfte auf ganz neue Wege zu verschwenden, sollten Sie mein Medikament weiterentwickeln. Ich dachte, das sei Ihnen klar, aber Sie sind wohl doch nicht so intelligent, wie ich dachte. Na, ich denke, ich habe Sie durchschaut. Sie wollen gar keine Heilung. Alles, was Sie wollen, ist mehr Geld und Ansehen für Hope. Sie verdammter Bastard! Geben Sie meine Leute zurück! Ansonsten werde ich gehen! Ich nehme alle meine bisherigen Ergebnisse und mache eine eigene Firma auf, die wirklich helfen will, statt Geld zu scheffeln! Ich kann nicht fassen, dass Sie so schlecht von mir denken, Max. Sie übertreiben die ganze Sache und nehmen alles zu persönlich. Ihre Schwester ist nicht an DNAV gestorben. Ich... es tut mir leid. Na schon gut. Die Kürzungen sind statistische Notwendigkeiten. Denn es ist natürlich schwierig, Forschung gegen bewährte Behandlungsmethoden aufzurechnen. Schauen Sie. Sie brauchen Mercy nicht zu verlassen, um Ihr Projekt weiterzuführen. Ich schaue mir die Kurve nochmal an. Wir finden eine Lösung.